Hallöchen alle miteinander. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet seid und hoffe natürlich, dass ihr bis zum Ende bleibt. Heute werde ich die erste Reitlektion nehmen hier auf dem Hof. Ich bin schon gespannt, welches Pferd oder Pony ich zugeteilt bekomme. Und ja, du bekommst Apple Cake. Ist gut? Apple. Super, die ist in der Box und ich glaube, du weißt schon, wo sie ist. Okay. Super, dann weißt du, wo sie ist. Gut. Super, danke. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal Apple aus ihrer Box holen. Na, meine Kleine, heute haben wir die erste Reitlektion zusammen. Freust du dich schon? Ich frage mich, wie viel sie schon geritten wurde und wahrscheinlich auch von Anfänger. So, dann mache ich dich gleich noch fertig. So. Aber ich weiß ja, wie das geht, denn ich bin ja nicht wirklich ein Anfänger, denn ich hatte ja schon mehrere Reitlektionen, denn ein halbes Jahr lang bin ich eigentlich intensiv geritten, aber das war auch vor 3 Jahren und deshalb, ich habe es vielleicht ein bisschen verlernt, aber ich habe das Gefühl, es kommt schnell wieder. Ja, so, und mein Helm. Und übrigens, ich habe mir die meisten Klamotten, also der Helm und der Pulli, habe ich mir ausgeliehen. Weil, ja, jetzt sind mir die Sachen halt so klein. Aber warte mal, wie ist sie? Maika? Wo bist du? Maika? Haben wir nicht gesagt, hier beim Platz? Oder? Hier bin ich, komm. Beim Rampen, okay. Also, bevor du sie reitest, also bevor du die Lektion nimmst, ist es deine Aufgabe, sie zu longieren. So kannst du sie einmal warm reiten und musst es dann später nicht noch tun. Weißt du, wie es geht? Okay, gut. So, genau. Du gehst jetzt auf der Mitte des Platzes, dann genau abgesattelt hast du sie schon. Weil man sollte das am besten ohne tun. Genau, schon ein Schritt. Und ganz wichtig ist, dass sie nichts machst, wieder antreiben. Super. Dass sie nichts machst, was du ihr nicht sagst. Und du musst früh genug merken, wenn sie etwas nicht macht, was du nicht sagst. Und eben immer schon korrigieren, weil wenn du das irgendwie eine halbe Stunde später machst, dann hört sie auch nicht auf dich. Super. Ja, wieder zurücknehmen. Sie wollte schon gerade wieder raus. Das machst du gut. Hast du schon einmal longiert? Nicht? Machst es gut. Wirklich? Aber es ist auch nicht so schwierig. Aber du musst einfach schauen, dass sie gut in die Richtung läuft und macht, was du willst. Super. Genau. Und dran bleiben. Wieder zurücknehmen. Und dann, falls sie in den Galopp gehen würde, musst du sie wieder zurücknehmen. Denn sie sollte noch nicht in einen Galopp gehen. Dann wieder antraben. Genau, machst du richtig. Super. Gut. Jetzt kannst du sie wieder zurücknehmen. Ja, zurücknehmen. Und wenn du angaloppieren willst, dann musst du sie ganz, ganz raus tun, in den äußersten Ring. Genau, aber noch nicht. Aber nur weil wir jetzt im äußersten Ring sind, muss das nicht heißen, dass sie angaloppieren darf. Ja, wieder zurück in den Schritt. Genau. Nein, versuch zurückzunehmen. Ein bisschen zurücknehmen. Genau. Du darfst sagen, wenn sie in den Galopp darf. Immer schon im Trab bleiben. Super. Und wenn sie jetzt wieder zurückgeht, solltest du sie wieder treiben. Genau. Macht sie gut? Super. Das ist gutes Einwärmetraining. Dann hast du es danach schon hinter dir. Mag sie nicht oder will sie nicht?
Gut, genau, wieder zurücknehmen. Super. Und immer schön im Trab. Und dann irgendwann dann wieder zurück in den Schritt. Genau. Ah, noch nicht. Entschuldigung. Was will sie? Will sie raus? Nein, sie soll zurückkommen. Und dann wieder in den Schritt und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Hast du gut gemacht. Jetzt kannst du zu Mandy. Mandy, Mandy, Mandy. Wo bist du denn? Habt ihr es gesehen? Du Applecake? Apple? Nein. Mandy? Was? Edding, du kannst gleich auf den Platz gehen und dort auf mich warten. Ich komm gleich. So, du bist bestimmt schon einmal geritten. Also, es ist wichtig, dass du immer gut die Kontrolle über dein Pferd oder Pony hast. Denn wenn du die Kontrolle nicht hast, dann macht es auch einfach, was es will. Und es ist wichtig, dass du über dem Pferd stehst. Weil wenn das Pferd oder das Pony über dir steht, dann, ja, hast du verloren. Versuch noch nicht loszureiten und falls sie in den Schritt schon gehen würde, dann, ja genau, musst du einfach wieder zurücknehmen. Genau, wieder zurücklaufen, genau, super. Hast du sie gut abgefangen. Und erst gehen, wenn ich dir was sage, ist gut? Und du musst auch immer gut auf mich hören und versuchen, alles so gut umzusetzen, was ich dir sage. Und es ist nicht so schlimm, wenn es beim ersten Mal zum Beispiel nicht klappt. Aber ja, und wenn es dann halt gar nicht geht, dann muss ich dann schnell kommen. Und versuch sie immer gut zu bremsen. So, jetzt versuchst du anzulaufen, genau. Super. Und schön immer, genau. Zügel hast du genug locker. Vielleicht noch ein bisschen anziehen. Kommt weiter. Genau, und immer schon, wenn sie anhaltet, immer schön treiben. Weil sie sollte nicht einfach stehen bleiben und du machst nichts. Und besser wäre natürlich, wenn du merkst, dass sie jetzt dann gleich aufhört zu laufen, dann solltest du wieder ein bisschen treiben, dass sie merkt, dass du halt eben über ihr stehst und ja, dass du ihr sagen kannst, was sie machen sollst. Und du musst auch deine Meinung immer schön haben. Also nicht einfach so sagen, okay, ja gut, dann mach halt. Du musst steinhart bleiben, knallhart und sagen, nein, du gehst jetzt in den Schritt oder nein, du trabst jetzt an. Und du musst wirklich sicher sein, weil wenn du unsicher bist, dann kommt das nicht gut. Und du musst ihr vertrauen, aber auch dir selbst vertrauen. Du musst auch selbst wissen, dass du das schaffen wirst. Und ja, also einfach immer, genau. Einfach an dich glauben. Dann die Füße ein bisschen zurücknehmen, weil das Ohr, Hüfte und Fußspitze, also Fußferse, sollten eine Linie ergeben. Aber ist nicht so schlimm, wenn es jetzt gerade bei den ersten Malen nicht klappt. Aber immer versuchen, schön nach hinten zu tun, weil desto weiter du vorne bist, desto schlechter kannst du dann im Trab leicht reiten. Das geht dann auch schwieriger. So, bist du bereit, ein bisschen zu traben? Und wenn du bereit bist, dann kannst du anzutraben. Aber nur, wenn du es sagst, okay? Super, das machst du hier richtig gut und sie läuft auch schön. Weil meistens lässt sie sich nicht so leicht in den Trab gehen lassen von Anfängern. Aber ja, machst du gut. Genau, immer schön ausweichen, weil nicht, dass sie irgendwie einen Fuß anschlägt. Wobei, es würde eh ausweichen. Jetzt merkst du auch, dass du die Füße nach hinten nehmen musst im Trab. Es geht besser. Das war mal anstrengend, nach so langer Zeit wieder zu reiten. Naja, höre ich mir noch an, was sie zu sagen hat. Also ich muss sagen, das war sehr, sehr gut, was du da geleistet hast. Ich bin erstaunt, wie schnell du lernst und also wirklich alles tipptopp. Und du hast dich auch wirklich verbessert, weil am Anfang warst du noch nicht so gut und jetzt bist du schon viel, viel besser geworden. Also, ja, natürlich gibt es noch ein oder anderes zu verbessern, aber im Ganzen warst du echt gut. So, dann würde ich sagen, bringst du Applecake wieder zurück in ihre Box. Also,
Man sieht sich. Tschüss. Also das hat mir jetzt wirklich sehr Spaß gemacht. Ich muss sagen, Apple hat eigentlich echt gut mitgemacht und es hat mir auch wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Reitlektion mit ihr zusammen. Uff. Ja, also. So, dann bringen wir dich wieder zurück in die Box. Ich glaube. Ja, genau, dann muss ich dich noch wieder zurück auf die Koppel tun und dann bin ich fertig. Ich bin froh, dass ich noch so ein bisschen von den letzten Reitlektionen weiß, weil sonst wäre ich ein kompletter Anfänger. Naja. Aber ich glaube, ich habe recht viel gelernt. Ah, Mandy, bist du noch da? Ich habe noch eine kurze Frage an dich. Und zwar, es hat mir heute wirklich sehr, sehr gefallen und ich möchte eigentlich noch gerne mehr kommen und mehr Reitlektionen nehmen. Und verstehst du, es hat mir so gefallen und Apple Cake ist so lieb und ich würde so gern besser reiten lernen und naja, ein anderes Mal weitermachen und es hat mir wirklich gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass es dir auch gefallen hat. Natürlich. Es hat mir richtig gut gefallen. Du hast gut mitgemacht und Apple Cake eigentlich recht gut unter Kontrolle gehabt. Ich dachte nicht, dass du so gut reiten kannst. Und du hast auch Fortschritte gemacht. Aber die großen Fortschritte wird man natürlich dann erst, naja, so in ein paar Wochen merken. Heißt das, ich darf weiter Reitunterricht nehmen? Oh ja, das macht mir so Spaß. Danke, danke vielmals, dass ich bei dir Reitunterricht nehmen darf und auch dem ganzen Stall. Es macht mir so, so Spaß. Ich bin so froh, bin ich hier und bin ich hierher gekommen, dass ich mit dir Reitunterricht nehmen kann. Danke vielmal. Aber ich muss schon sagen, ich bin sehr erstaunt, dass du so gut bist. Ich hatte nicht erwartet, dass es so ist. Naja, also, bis später. So, Applecake. Also, ich muss sagen, du hast wirklich gut mitgemacht. Ja, ganz eine Feine bist du. Ja. Du bist so süß. Ich freue mich schon auf die nächste Reitlektion. Na, Kleine? Ich würde sagen, ich muss dann jetzt auch wieder zurück nach Hause gehen. Noch ein letztes Abschied streicheln. Also, tschüss, meine Süße. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Ich bin so, so glücklich, dass ich heute diesen Tag erleben durfte. Es war natürlich nicht so krass, aber ja. Einfach, es war mega und ich habe so viel gelernt. Tschüss alle zusammen und bleibt dran für Outtakes. So, jetzt wird es gehen. Oh nein, das sind so viele Leute. Ich glaube, ich muss doch warten. Hey. Ah, jetzt sieht es besser aus. Ich glaube. Ja, jetzt können wir es versuchen. Ja, nein, was willst du? Na, was? Ja, sieht gut aus. Ja, bitte, bitte, bitte. Es soll niemand kommen. Ach, diese Person, die da steht. Ja, ist jetzt egal. Wir machen das jetzt einfach. Wir ziehen das durch. Apple, wir ziehen das durch. Wir können das. Wir schaffen das. Ja, sieht gut aus. Ja.